Es ist jetzt klar, wo Novak Djokovic tatsächlich landen wird. Die Nummer 1 der Tenniswelt machte nach seiner Ausweisung aus Australien einen Zwischenstopp in Dubai und befindet sich ja nun auf dem Weg in seine Heimat Serbien. Tja, und in Belgrad, da ist bereits gewissermaßen der rote Teppich ausgerollt. Es wird wohl einen demonstrativen Jubelempfang geben. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne aber findet ohne den Titelverteidiger und, muss man auch sagen, bekennenden Impfgegner statt. Gerrit Sebald berichtet. Der Joker in Dubai. Zwischenstation seiner umstrittenen Ausweisung aus Australien. Erstmal ein Selfie mit den Fans. Aber wieder kein Wort an die Presse. Seelenruhig läuft er durch die Hallen des Flughafens. Eine Impfung braucht er in Dubai nicht. Australien musste er ohne sie wieder verlassen. Seine Fans in Serbien können das nicht verstehen. Er ist unser Held. Er wird immer die Nummer 1 sein in unserem Herzen. Selbst wenn er verliert, unsere Kinder wollen sein wie er. Like someone that our children want to be. He have my support. Er hat meine Unterstützung. Das war unfair. Das hat er nicht verdient. He don't deserve this. Verdient oder nicht. Der Weltranglisten-Erste musste am Abend Melbourne verlassen, nachdem das Bundesgericht Australiens seinen Einspruch gegen die Annullierung des Visums abgelehnt hatte. 11 Tage Rechtsstreit. Die australische Regierung sichtlich froh, Djokovic und damit das Problem endlich abgeschoben zu haben. Wie Sie wissen, hat Herr Djokovic Australien verlassen. Damit ist ein Schlussstrich unter die Sache gezogen. Ich und auch der Premierminister haben letzte Woche während dieses Prozesses mit dem serbischen Premierminister gesprochen, absolut zuversichtlich, dass die sehr positiven bilateralen Beziehungen zwischen Australien und Serbien auf einer starken Grundlage fortgesetzt werden. Die australische Politik gibt sich also gewollt optimistisch. Djokovic aber ist extrem enttäuscht, verkündet er schriftlich. Er wolle allerdings keine weiteren Rechtsmittel einlegen. Richtig sauer hingegen der serbische Präsident. Diese Entscheidung ist eine politische. Tagelang haben sie ihn gedemütigt und diese Entscheidung stellt die Grundlage dar für den weiteren Umgang miteinander. Sportlich sind die Australian Open für Djokovic also vorbei, bevor sie angefangen haben. Politisch könnte das Turnier aber durchaus noch ein paar Runden weitergehen. Australien gegen Serbien, Ausgang ungewiss. Klar mittlerweile, wo es von Dubai aus hingeht. Mittlerweile sitzt Djokovic im Flieger nach Belgrad. Und bereits dort vor Ort unser Kollege Daniel Koop. Und Daniel, mit was für einem Empfang kann er dort jetzt rechnen heute? Also man wird ihn hier bejubeln. Diesen Eindruck haben wir auf jeden Fall gestern schon bekommen, als wir uns mit Menschen hier unterhalten konnten in Serbien. Und wenn wir uns beispielsweise auch mal umschauen hier an diesem Kiosk, da sehen wir die aktuellen Tageszeitungen und da gibt es aktuell eigentlich kein anderes Thema mehr. Gestern Abend gab es auch noch mal eine sehr große Aktion hier in Belgrad. Da ist ein ganzer Turm beleuchtet worden, der größte Turm hier in Belgrad. Und da konnte man drauf lesen, dass das Land stolz auf ihren Nationalhelden ist und man sich freut, dass er wieder zurückkommt. Die Politik, die hat sich ja hier in Serbien extremst in diesen Fall auch eingemischt. Wir haben gestern noch einmal die Premierministerin auch von Serbien gehört. Sie hat sich da sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt und hat gesagt, ja, man habe durch diesen Vorgang noch einmal sehen können, wie das juristische System in manchen Ländern arbeitet oder wie es auch nicht arbeitet. Und der serbische Präsident, der ist noch mit drastischen Worten hier an die Presse gegangen. Er hat von einer regelrechten Hexenjagd gesprochen. Und da hält man sich mit den Menschen hier vor Ort in Serbien. Da hören wir vor allem auf der einen Seite sehr viel Support. Ich konnte mich da mit einer jungen Mutter gestern Abend beispielsweise unterhalten. Sie hat darüber gesprochen, er ist unser Nationalheld. Wenn man sich aber mit anderen Menschen unterhält, da gibt es dann teilweise auch so ein paar Fragezeichen. Da wird dann gefragt, ja, warum hat er sich denn nicht impfen lassen? Da hätte er einige Probleme jetzt in den letzten Tagen nicht mehr gehabt. Aber ich glaube, grundsätzlich gegen 12.30 Uhr ist die Landung hier auf dem Flughafen von Belgrad geplant, dass das ein sehr warmherziger Empfang sein dürfte. Ja, Daniel, vielleicht noch mal zur Erklärung. Also auf dem Turm stand ja Nole, das ist so eine Abkürzung von Novak, so wird er also in Serbien genannt. Aber wenn man sich das ganze Verhalten jetzt der Tennis-Weltranglisten Nummer 1 anschaut, wird das irgendwas bei ihm ändern? Er ist bekennender Impfgegner, aber wird er sich vielleicht den Peaks dann doch setzen lassen oder deutet das nicht darauf hin?
Ja, du sprichst ja ein interessantes Thema an, denn wenn man sich mit den Menschen hier unterhält in Serbien, 58% der Menschen in Serbien, die gelten als geimpft, da ist er jetzt nicht unbedingt als ja, Führer der Impfgegner bekannt. So hat ja Australien die ganze Zeit auch argumentiert und hat gesagt, dass man große Sorgen haben könnte, dass die Impfgegner durch ihn in Australien vielleicht jetzt auch noch mal mobilisiert werden könnten. Die große Frage natürlich, wie wird seine Karriere auch weitergehen? Ein großes Turnier, das wird Mitte Februar stattfinden in Dubai. Da braucht er keine Impfung, um hinzukommen. Aber dann gibt es in der nächsten Zeit andere Turniere, in Wales beispielsweise, in Miami. Dort wird er auch eine Impfung brauchen, um dann auch daran teilnehmen zu können. Da gibt es dann Ausnahmeregelungen, medizinische Ausnahmeregelungen. Aber schaut man die sich an, haben die eigentlich nichts mit seinem Gesundheitsstatus zu tun. Also er wird sich, denke ich, große Gedanken noch mal machen müssen, ob er sich nicht dann vielleicht doch impfen lassen möchte. Die andere Frage wird natürlich auch sein, wie geht Australien jetzt weiterhin mit diesem Fall um, sein Visum. Das ist erst einmal ja storniert worden und da gibt es dann in der Regel auch eine dreijährige Einreisesperre. Das heißt, bis 2025 dürfte er dann auch nicht bei den Australian Open teilnehmen. Da gibt es aber teilweise Ausnahmeregelungen, also ein Fall, der unheimlich spannend bleibt und wir sind sehr gespannt nachher auf den Empfang hier am Flughafen von Belgrad. Und du wirst das Ganze für uns beobachten. Daniel, danke für den Moment in die serbische Hauptstadt.